Damals der SC Dynamo Berlin, sicherlich der absolute Vorzeigerclub in der DDR. Die Jugendarbeit der Füchse Berlin gilt als die beste Deutschlands. 9 deutsche Meistertitel, zuletzt in der B- und A-Jugend. Jürgen Müller schaut mal hinter die Kulissen und musste ganz schön früh aufstehen. Berlin, Sportforum Hohenschönhausen. Morgens kurz vor 7. Frühstück im Internat, auch für Nils und Mattes. Sie dürfen essen, was sie wollen, nur die Menge ist begrenzt. Das Einzige, was wirklich fest ist, ist, dass man 3 Brötchen essen nur darf. Also darf man sich davon welche mitnehmen, wenn man möchte. Und ja, ich habe immer Müsli gegessen. Auf die 15-Jährigen wartet ein 13-Stunden-Tag. Themen am Frühstückstisch, nicht nur Handball. Alles Mögliche. Also das ist immer so von Tag zu Tag unterschiedlich. Immer was halt gerade Gesprächsthema ist. Heute war, was war denn heute? Ich glaube Mädchen, irgendwie sowas. Der Zeitplan ist streng getaktet. Vom Frühstück im Internat geht's noch vor dem Unterricht direkt zum ersten Training. 7.45 Uhr stehen Mattes und Nils in der Halle. Der Trainer? Geschäftsführer Bob Hanning, der nebenbei auch noch die A-Jugend trainiert. Bekannt für seine direkte Ansprache. Der kommt, du stehst 6 Meter ohne Kontakt und stehst hier wie so ein Kartoffelsack. Mit den beiden Linkshändern Nils und Mattes ist er an diesem Tag zufrieden. Musst du kurz draußen bleiben oder wieder? Aber war genau richtig. Jetzt hast du genau richtig Timing gehabt. Sehr gut gespielt, gut aufgepasst. Zwingen ihn hier in diese. Wir sind Unterzahl und das ist die beste Situation, die wir kriegen können. Na? Die beiden 15-Jährigen dürfen an diesem Morgen mit der U23 trainieren. Sie haben es mit körperlich viel stärkeren Gegnern zu tun. Der Gewichtsunterschied beträgt bis zu 30 Kilogramm. Die beiden machen das sehr gut. Sonst dürfen sie hier auch nicht trainieren und sind auch vom Kopf sehr weit und erinnern so ein bisschen so an diese Generation Fabian Wiede, Paul Drutz. Und wäre ja schön, wenn wir auch wieder da eine Generation uns erarbeiten würden, die auch wieder bei den Füchsen spielen können. Die Trainingsmethoden, schon bei der Jugend hochprofessionell. Die Lili-Henoch-Halle ist seit Sommer mit insgesamt 8 fest installierten Kameras ausgestattet, die das Training aus allen Blickwinkeln aufnehmen. Ein Videoanalyst kann während der Einheit Szenen vorlegen, die in der Verschnaufpause direkt besprochen werden. Jetzt musst du vorher den Schritt raus, weil dann läufst du automatisch wieder gegen die Wand. Das heißt, du machst die erste Aktion gut, sogar sehr gut. So, dann musst du gucken, dass du, weil jetzt ist ja klar, was passiert. Oder, machen wir mal einen Schritt weiter, hier, kommst dahinter wieder raus. Noch ein paar Würfe zum Abschluss. Dann ist die 1,5-Stunden-Einheit beendet. Es ist kurz nach 9 Uhr morgens. Die Teenager sind etwas platt. Viel anstrengender. Also ist kein Vergleich, wenn man jetzt hier mit Gleichaltrigen trainiert, dann kommt man da mal, kann man ein bisschen sich ausruhen, nicht so viel machen und hier muss man immer 100% geben. Ja, jetzt erstmal duschen, dann nochmal rüber ins Internat gehen, dort Sachen packen für die Schule, die Sportsachen auspacken soweit und dann in die Schule gehen. Das Sportinternat ist nur einen Steinwurf entfernt. Keine 30 Minuten später sitzen Nils und Mattes im Unterricht. Alle Schüler ihrer Klasse sind Handballtalente. Auf dem Stundenplan heute Biologie. Thema Verhütung. Was passiert, wenn einem schlecht wird, man erbricht oder sowas? Wenn ich natürlich die Pille wieder rauskriege aus dem Körper, habe ich auch keinen Schutz. Wenn man nicht sicher ist, ob das raus ist, sollte man dann lieber noch eine nehmen oder? Ja. Ja, also passiert nichts, wenn man zu viel nimmt. Beide sind in der 10. Klasse und gute Schüler. Motivation ist vorhanden, doch die Zeit fürs Lernen muss man sich trotzdem nehmen. Es gehört irgendwie zusammen, Schule und Sport. Wenn Sport läuft, muss Schule auch laufen gleichzeitig, so sehe ich das zumindest. Ich möchte auch ein gutes Abitur machen. Es ist aber so, dass wenn halt Höhepunkte in der Saison sind, dann ist es immer wieder schwer, sich auf die Schule zu konzentrieren. Mehr als 1.300 hochtalentierte Spitzensportler werden in der Eliteschule insgesamt gefördert. Im Mittelpunkt steht die sportliche Entwicklung. Die schulischen Prüfungen sind genauso schwer wie anderswo. Nur hier sind die Klassen kleiner. So kümmert sich bei Mattes Spanischunterricht eine Lehrerin um 2 Schüler.
Comido und un poco de Müsli. Was? Okay, und Cereales. 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 Unsere große Aufgabe ist es eben, diese Prüfung auch gut mit den Schülern gemeinsam zu bestehen, aber nicht dahingehend, dass man ihnen Vorteile verschafft, sondern dass man den Weg glatt macht dahin. Dass man also alle Stolpersteine aus dem Weg räumt. Ich sage immer, entscheidend ist, dass der Schüler selber durchs Ziel läuft. Wir werden ihn nicht tragen, aber den Weg dahin glatt machen, das ist unsere Aufgabe. Es ist früher Nachmittag. Nils und Mathis sitzen an den Hausaufgaben. Im Trainingszentrum treffen wir uns mit zwei Profis, die beweisen, dass sich die Mühe lohnen kann. Paul Drucks und Kevin Struck. Sie haben denselben Weg zurückgelegt und kennen die Probleme der Internatsschüler. Für mich war vor allem das erste Jahr sehr schwer. Natürlich, man kommt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Gummersbach mit, weiß nicht, 10.000 Einwohnern auf einmal nach Berlin. Eine Riesenumstellung gewesen, alleine im Internat gelebt. Und man hat dieses Familiengefühl, was ja immer betont wird hier bei den Füchsen, das hat man wirklich bekommen. Und man hat so eine Art Ersatzfamilie hier in Berlin gefunden. Inzwischen sind sie Nationalspieler. Die Kraft- und Physioräume teilen sie sich trotzdem mit den Nachwuchsspielern. Der enge Kontakt zwischen Talenten und Profis gehört zur Philosophie des Clubs. Mit einigen von denen habe ich auch im Internat noch zusammen gewohnt. Also kennt man sich da auch schon sehr gut. Das heißt, man spricht auch mal ein bisschen länger, auch über andere Sachen als über Handball. Weil da ist der Kontakt auf jeden Fall noch da. Im Besprechungsraum trifft sich Bob Hanning derweil mit dem Trainerstab. Das Hauptziel ist, möglichst viele Talente so zu fördern, dass sie hier zum Bundesligaspieler reifen. Im Moment stehen 4 Eigengewächse im Kader der ersten Mannschaft. Um den Teenagern die richtigen Werte zu vermitteln, lässt sich Hanning auch unkonventionelle Maßnahmen einfallen. So müssen die Handballstars von morgen schon mal bei der Müllabfuhr mitarbeiten. Also am Anfang haben sie alle ein bisschen geguckt, haben sie aber auch Spaß entwickelt, weil das macht ja auch Spaß, in so einem Wagen mitzufahren, hinten drauf zu sein und eine Stulle zum Mittag zu essen. Die Spieler, das meine ich mit ganzheitlicher Ausbildung, reifen auch an solchen Prozessen und das hilft ihnen auch hinterher für ihr späteres Leben, unabhängig, ob sie mal Handballprofi werden oder nicht. Mathis und Nils warten inzwischen auf ihren Termin im Physiobereich. Auch hier auf Tuchfühlung mit den Profis. Das Füchse-Gelände ist ihre zweite Heimat geworden. Die Freunde zu Hause sehen die 16-Jährigen nur noch selten. 4-5 Mal im Jahr, also in den Sommerferien, in den Winterferien auf jeden Fall. Und dann nochmal, wenn man 3-4 Tage mal frei hat in den Ferien meistens. Aber sonst kommt man nicht nach Hause wirklich. Kann man eine Freundschaft verpflegen? Es ist schwer, wenn dann nur über Telefonieren und Schreiben viel. Und wenn man halt zu Hause ist, muss man sich natürlich treffen, sonst bricht der Kontakt ziemlich schnell ab. Der Traum, Handballprofi zu werden. Nils und Mathis leben ihn mit allen Entbehrungen, mit allen Hoffnungen. Jeden Tag aufs Neue, zwischen 7 Uhr morgens und 8 Uhr abends.